Nun gut, gucken wir uns weiter das Programm mal an. Ja, damit herzlich willkommen zum App-Check hier bei Diacho TV. Ganz herzliches Willkommen. Wie jeden zweiten Samstag präsentieren wir euch hier auf unserem YouTube-Kanal auf diacho.tv, also youtube.com/diachotv und natürlich auch auf diachotv.de eine App an, entweder zum Zocken, zum Lesen, zum Fernsehen gucken oder generell zum Videos gucken. Immer fürs Handy, aber auch fürs Tablet. Und das kennt ihr natürlich von uns. Ihr könnt euch hier interaktiv beteiligen, indem ihr erstens entweder eure Meinung zur jeweiligen App, die wir präsentieren, in die Kommentare schreibt oder sogar uns eine Mail schicken könnt. Am besten natürlich in die Kommentare einfach reinschreiben, welche App wir mal präsentieren sollen. Per E-Mail geht das auch, weil der dertv.de ist die E-Mail-Adresse. Könnt ihr halt gerne mal reinschreiben, dann mit dem Betreff App-Check, App-Vorschlag. Wir gucken uns heute die App von Bibel TV an. Deswegen gerade dieser Anfang mit der Bibel. Denn Bibel TV ist ein rein religiöser Sender. Ja, viele haben wahrscheinlich mit der Religion nicht viel zu tun, gehen jeden Sonntag in die Kirche wahrscheinlich. Nicht alle oder nicht immer. Und bei Bibel TV, da kriegt man halt so einiges zum Thema Religion, Kirche und halt den Glauben. Und da gibt es auch eine App zu. Nicht geradewegs mit diesen Punkten, sondern das Programm dazu. Also sprich, eine Mediathek-App, so kann man das ungefähr bezeichnen. Und das wollen wir uns mal auch genauer mal angucken hier mit euch. Und so sieht das Ganze halt dann über den Google Play Store aus. Das Ganze ist auch schon oft heruntergeladen worden. Wie oft, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber insgesamt wurden jetzt nur 410 Bewertungen abgegeben. Also über 50.000 Mal wurde die App heruntergeladen. Sie ist auch selbstverständlich kostenlos. Und man kann auch bei der Bewertung sehen, sie ist auch hier wieder einmal gut abgeschnitten. 5 Sterne hat es am meisten bekommen, dann 4, dann 3. Und ebenfalls gleich auch sieht man 3 und 1 Stern, dann 2 Sterne. So kann man das sagen. 4,4 insgesamt die Bewertung. Es ist wie gesagt die, ja, die Mediathek und auch Livestream-App zu Bibel TV. Das Ganze auch selbstverständlich im iOS-Pendant. Wir präsentieren das ja aber über ein Android-Tablet emuliert. So kann man das sagen. Hier hat es eine Bewertung von 4,3 bekommen. Keinen Stern hat es sogar hier. Also es hat sogar nicht mal einen Stern bekommen, sondern eher mehr als einen Stern. Erst 5 Sterne, dann 2, dann 3 und 4 Sterne. Aber trotzdem, hier ist es ebenfalls sehr zufrieden, oder hier ist man jedenfalls sehr, sehr zufrieden mit der Bibel TV App. Doch wie funktioniert die ganze App und alles? Das wollen wir uns jetzt genauer angucken und dazu schauen wir jetzt einfach mal rein. Hier haben wir die App, die Bibel TV App. Ja, sie öffnet sich ganz einfach. Wir drücken hier auf Öffnen und schon sind wir auf der Startseite dieser App, die halt jetzt noch ein bisschen zu lange zum Laden braucht. Das Internet hat heute ein paar technische Probleme, also dafür entschuldige ich mich. Und wir sind direkt auf der Startseite von Bibel TV. Wir haben direkt hier sofort zu sehen, dass digital Bibel TV sich ein bisschen ausbreitet. Da sehen wir zum Beispiel halt auch, dass man die Auswahl hat zwischen einigen Kanälen, aber halt auch zwischen einigen Sachen, wie zum Beispiel hier die Highlights aus der Mediathek, Serien, aber auch Filme und Magazine, die es bei Bibel TV gibt. Links oben, beziehungsweise sehen hier die jeweiligen 4 Bereiche. Wir haben einmal, es gibt einmal den Musikkanal von Bibel TV und den Impuls, den Predigtkanal von Bibel TV und jeden Tag auch immer das Bibelwort des Tages. Und wenn wir hier auf Mediathek klicken, dann sind wir hier auf der Mediathek. Klar, nicht alle Sachen sind direkt noch verfügbar für die Mediathek, aber die letzte Chance steht direkt vorne. Bedeutet, ihr könnt euch dort alle anderen Sendungen, beziehungsweise die Sendungen, die kurz vorher, beziehungsweise die kurz davor sind, aus der Mediathek zu fliegen, könnt ihr euch dann noch für die entsprechende Zeit anschauen. Das ist auch da nochmal rot markiert. Wenn wir nach rechts swipen, was mit der Maus über den Emulator halt ein bisschen schwer ist, seht ihr auch die ganzen Sendereien. Es gibt die Arche, es gibt die Bibel TV, das Gespräch und vieles, vieles mehr, was ihr euch hier angucken könnt. Dort sind auch dann die entsprechenden Anzahlen von Videos zu finden.
die dann halt dort zu sehen und zu finden sind. Weiter, wenn wir nach rechts swipen, geht es in die Kategorien. Dort gibt es dann verschiedene Kategorien über Dokumentation, Gottesdienste, Bibel TV vor Ort, Drama, Film, Glaubenskurs und. Also vieles, was ihr dann direkt suchen wollt. Wenn wir nochmal zurückgehen auf Letzte Chance und dann nach links swipen, seht ihr die entsprechenden Online-Specials, die es halt nur im Internet gibt. Also nicht im Programm von Bibel TV klassisch über den Fernseher, sondern nur im Internet oder halt auch auf der App. Und wenn wir noch einmal weiter nach links swipen, dann seht ihr auch das Neueste, was geradewegs frisch mit dabei ist in der Bibel TV Mediathek. Auch die Highlights sind selbstverständlich vertreten, also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Wenn wir oben links auf die drei Striche klicken, habt ihr nochmal alles schön im Überblick. Mehr gibt es da eigentlich auch nicht viel zu sehen. Ihr habt nämlich einerseits die Mediathek, die Livestreams. Dort werden direkt dann die jeweiligen Livestreams angeboten, inklusive des Programms. Also da habt ihr dann halt auch die Möglichkeit, immer wieder zu wechseln auf die jeweiligen Livestreams. Dann habt ihr, wie schon gesagt, wir sind da vorhin schon gewesen, auf der Mediathek gewesen und natürlich das Programm von Bibel TV mit dabei für den kompletten Tag. Und ihr könnt halt mit jeweils rechts und links für das Programm der nächsten Tage oder der vergangenen Tage halt immer wieder reinschauen. Dann gibt es die Lesezeichenfunktion. Da haben wir im Moment nichts gespeichert, weder hier und noch da. Das könnt ihr dann halt entsprechend halt auch speichern. Wir gehen halt jetzt einzeln auf die Videos nicht ein, aus urheberrechtlichen Gründen, damit dieses Video hier nicht gesperrt wird. Dort könnt ihr dann halt ohne eine Registrierung dann entsprechend ein Lesezeichen setzen und dann halt euch das vormerken, welche Sendung ihr dann später gucken wollt oder welche Sendung ihr in der Mediathek nachgucken wollt. Ebenfalls mit der Wegfunktion, das wird dann entsprechend dann halt auch nochmal eingestellt. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, um 9 Uhr soll mich der Bibel TV Hauptkanal wecken mit einer Wiederholung, also sprich jeden Tag um 9 Uhr zum Beispiel hier als Beispiel angesetzt oder halt einmalig um 9 Uhr mal zu sagen, okay, ich will es mal ausprobieren. Dann gibt es halt das Feedback, was ihr selbstverständlich einreichen könnt. Da könnt ihr das direkt über die App machen mit E-Mail-Adresse und alles Mögliche, also richtig gut gemacht. Die App könnt ihr dann auch weiterempfehlen, Facebook, Twitter per Mail oder halt auch könnt ihr die App über den Google Play Store oder über den Play Store beispielsweise bei iTunes auch nochmal machen. Und natürlich könnt ihr Bibel TV auch selbstverständlich folgen auf Facebook, Twitter, Instagram und halt auch die Seite bibeltv.de öffnen. Bei den Einstellungen ist klar, da könnt ihr dann die Streaming-Qualität einstellen bzw. die Qualität der Videos einstellen, ob ihr im WLAN bzw. mobil seid. Hier ist es automatisch eingestellt. Für die, die kein gutes Internet haben, würde ich die niedrige empfehlen. Für die, die halt gutes Internet haben bzw. auch ein gutes Datenpaket, dann halt die hohe Qualität. Und hier könnt ihr dann halt auch nochmal einstellen, wie ihr nämlich eine Merkliste nämlich haben könnt, 24 Stunden bevor es abläuft, 3 Tage oder sogar 15 Minuten vorher. Das könnt ihr dann halt auch irgendwie setzen und halt über die App selbst. Das ist derweil schon die Version 3.4.0 für die Bibel TV Streaming App. Im Endeffekt ist die Bibel TV TV App eigentlich auch eine sehr gute App, dass sie nur die Bewertung von 4,4 im Google Play Store und 4,3, beziehungsweise da habe ich jetzt nicht mehr so richtig drauf geachtet, also über bei 4,5 liegt, beziehungsweise 4,3 im App Store von Apple und 4,4 bei Google, ist es eigentlich auch eine sehr gute App. Wie das halt mit der Streaming-Qualität ist, das könnt ihr halt auch selbst entscheiden. Eure Meinung gerne zu dieser App in die Kommentare und auch Vorschläge zu den nächsten Apps, die wir hier präsentieren können. Des Weiteren möchte ich euch auch gerne andere Videos hier empfehlen. Heute kommt noch im Laufe des Tages Update Medien online. Also schaut auch mal rein hier auf diesem YouTube-Kanal, youtube.com/derchotv oder halt auf derchotv.de. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's vom App-Check für diese Woche. Auf Wiedersehen.